Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute am Samstag nicht mit der gewohnten Bücherwoche. Die gibt es erst in der nächsten Woche wieder. Heute blicken wir wieder zurück auf die Neuzugänge aus dem Januar 2021, schauen, was ist schon gelesen, was ist abgebrochen, aussortiert und so weiter, und stellen uns dann natürlich die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Und dazu blende ich euch das Video aus dem letzten Jahr wieder mit ein. Wir schauen uns zusammen an, was bei mir eingezogen ist. Der Januar ist ja immer etwas kritisch, das merke ich auch schon diesen Monat wieder oder in diesem Jahr wieder, weil das ja auch mein Geburtstagsmonat ist und man dann auch den ein oder anderen Weihnachtsgutschein einlöst. Es sind tatsächlich 23 Bücher eingezogen, also tatsächlich schon eine ganz schöne Menge. Aber gut, das ist im Januar einfach so. Wir werden jetzt einfach mal sehen, was ist davon schon gelesen, woran erinnere ich mich und so weiter. Und ja, wie gesagt, Video wird eingeblendet. Ich wünsche euch viel Spaß. Ach, die Steffi, im wunderbarsten Gelb erstrahlt sie. Ja, das erste Buch ist von Adriana Popescu. Das Weihnachtsmärchen des Ben Polar ist letztes Jahr bei mir eingezogen, wurde, ich glaube, noch am Ende des Dezembers eingezogen, wurde dann auch von mir gelesen, und ich mochte die Geschichte sehr, sehr gerne. Das ist eine Kurzgeschichte. Ich weiß gar nicht, in welcher Form die es vorher von Adriana schon gab. Ich glaube, die gab es immer nur als E-Book. Jetzt hat sie sie auch als gedruckte Version herausgebracht. Und Ben Polar, ja, schafft es eben, ein Weihnachtsmärchen für ein junges Mädchen, glaube ich, ja, in die Wege zu leiten oder ihr einen Weihnachtstraum zu erfüllen. Ich fand die Geschichte sehr schön, sehr kurz leider natürlich, aber Adriana verzaubert mich ja wirklich mit fast all ihren Büchern. Dann ging die Schwärmerei für V.I. Schwab los, Vier Farben der Magie, der Auftakt ihrer Trilogie, die wir im Januar, glaube ich, im Leseklub dann auch gelesen haben, und danach ist bei mir die ganze Reihe eingezogen. Also wahrscheinlich kommen dann die nächsten Bücher direkt auch im Anschluss, weil ich die Trilogie dann direkt hintereinander weggelesen habe. Der erste Band als echtes Buch dann noch eingezogen, und hier ist es auch schon Band 2 und 3 sind dann direkt als E-Book bei mir eingezogen. Ich fand diese Reihe einfach nur großartig mit der Magieform, dass wir vier London haben, dass jedes London anders magisch funktioniert. In dem einen London ist es mehr möglich, im anderen weniger. Und dann haben wir eben auch noch diesen Weltenwanderer, der umhergeht, und eine wunderbarste Geschichte, die ganz anders war, als ich gedacht habe, aber mich sehr, sehr begeistert hat. Ein absolutes Highlight. Mr. Nobody von Catherine Stedman war ein Thriller. Und auch wie es hier heißt, er will sich erinnern, denn er wird, glaube ich, am Strand aufgefunden ohne Gedächtnis. Und sie wird irgendwie auf den Fall angesetzt. Und ja, ihr kommt das aber auch irgendwie bekannt vor. Und eigentlich möchte sie sich gar nicht dran erinnern. Und irgendwie, ja, ich glaube, ein Thriller, den ich nicht beendet habe im letzten Jahr, den ich gelesen habe, aber der mich irgendwie nicht packen, begeistern, fesseln konnte. Ich glaube auch, weil ich mir etwas ganz anderes irgendwie vorgestellt habe, dass es eben mehr um Mr. Nobody geht. Aber ja, kann mich nur leider vage dran erinnern. Ja, das nächste ist dann Band 2 und 3 von Blake Crouch. Das ist die Waywar Pines Trilogie. Band 1 habe ich als echtes Buch hier. Und als mich das gepackt hat, habe ich direkt Band 2 und 3 mir als E-Book geholt. Ich habe die Trilogie komplett in einer Woche weggesuchtet. Auch ein Jahreshighlight. Wir begleiten hier einen Polizisten, der in diesem Städtchen ankommt. Dort ist alles etwas merkwürdig und komisch. Und er kann sich nicht so richtig dran erinnern, und er kann aber auch keinen draußen erreichen. Also es war richtig schön, merkwürdig und richtig, richtig toll. Leb das Leben, das du leben willst, glaube ich. Ja, Steffi, halt's noch mal ein bisschen besser in die Kamera. Ein Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, ob es über Lovely Books war oder, ja, ich habe den Podcast von, ich sehe den Namen nicht, Sarah Deniria, Deniria, auf jeden Fall auch eine Zeit lang gerne gehört, oder habe ihm auch noch abonniert. Nicht jedes Thema interessiert mich da immer, aber ja, auf jeden Fall gelesen. Ich muss aber echt gestehen, dass ich nicht mehr so richtig weiß, wie ich das fand, wie ich das in Erinnerung hatte. Ich glaube, mein Problem ist oft mit diesen Selbstoptimierungsbüchern, dass ich mich frage, wann hören wir denn mal auf, uns selbst zu optimieren und uns auch mal so anzunehmen, wie wir sind. Also man muss nicht immer besser sein, sondern man kann auch mal ein bisschen Stillstand haben. Das nächste Highlight des Jahres ist von Melanie Rabe, nämlich Kreativität. Habe ich ertauscht, parallel dann das Hörbuch gehört, das von ihr selbst gesprochen wird. Und ich fand beides einfach nur grandios. Also ich habe gehört, ich hätte ja Melanie Rabe über Thema Kreativität noch lange, lange schwärmen lassen können, und bin dann froh gewesen, das Buch parallel hier zu haben, um mir Markierungen reinzumachen. Da habe ich auch schon 3, 4 Mal im letzten Jahr dann auch reingeschaut und immer mal wieder so ein bisschen so mir Impulse geholt. Denn Kreativität ist nicht nur Schreiben, Malen
oder singen, sondern es gibt so viele Dinge im Leben, wo wir kreativ werden müssen. Und das hat Melanie Rabe wirklich ganz, ganz toll rübergebracht, hat mich sehr begeistert. Und auch wenn es mit ihren Thrillern und mir nicht so klappt, das Sachbuch hat mich auf jeden Fall umgehauen. Das erste Buch, was ungelesen ist, von Joe Hill, Strange Weather. Das sind 4 Novellen, die im Fester Verlag erschienen sind. Und ich fand das ganz spannend, dass er jetzt bei Fester untergekommen ist. Habe aber gleichzeitig so ein bisschen Respekt davor gehabt, weil ja, Fester bedeutet natürlich in der Regel nicht immer, und das hat sich, glaube ich, auch gerade im letzten Jahr ein bisschen gewandelt, dann doch ein bisschen schon, ja, was für starke Nerven. Aber ich habe eigentlich schon Lust auf seine 4 Novellen, weil Joe Hill ja doch schon das ein oder andere richtig gute Buch geschrieben haben. Allein wenn wir an, das mit den Hörnern denken. Meine Güte. Ja, Der Tausch von Julie Clark, ein richtig toller Thriller, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Da sind 2 Frauen, die am Flughafen eben ja ihr Leben tauschen. Jeder in ein anderes Flugzeug steigt. Wir im Nachgang dann so ein bisschen erfahren, was die Gründe dafür waren, was jede Einzelne in ihrem Leben so durchgemacht hat, warum jede für sich irgendwie diesen Wechsel möchte. Und es gab wirklich Wendungen und Twists gegen Ende, wo ich wirklich dachte, ist das großartig, ist das toll gemacht. Und das hat mir wirklich super gut gefallen. Und Amelie Northcombe, Kosmetik des Bösen, habe ich, glaube ich, letztes Jahr zum Geburtstag bekommen, ist auch gelesen. Fand ich so okay. Konnte da, glaube ich, nicht so richtig mich begeistern. Es war schon ein sehr spezieller Stil. Es war eine sehr merkwürdig anmutende Geschichte, die zu Beginn noch ganz in Ordnung war und dann aber irgendwie abgedriftet ist, wollen wir es mal so nennen. Aber es wäre jetzt nicht ein Buch gewesen, wo ich sage, ich höre mit der Autorin auf, ich möchte ihr auf jeden Fall noch eine Chance geben. Aber das Buch konnte mich nicht ganz so packen, wie ich es vielleicht erhofft hatte oder wie ja viele auch für die Autorin schwärmen. Ja, das nächste Buch auf dem Sub von Wulf Dorn, Dunkler Wahn. Ich glaube, im Jahr vorher hatten Anka und ich zusammen einen Dorn gelesen. Und daraufhin ist dann auch Dunkler Wahn als nächste Empfehlung von ihr eingezogen. Und wir haben jetzt ja dieses Jahr Trigger vorgezogen sozusagen, haben den zusammen gelesen, weil jetzt ja im März Trigger 2 rauskommt. Ich muss für Thriller immer schon in Stimmung sein. Also ich tue mir da manchmal ein bisschen schwer, da so ganz gezielt hinzugreifen. Besonders dann im letzten Jahr war es ein bisschen schwieriger, aber ich möchte Wulf Dorn auf jeden Fall weiterlesen. Und hier muss ich auch zu meiner Schande gestehen, ein Geburtstagsgeschenk, Der Bär und die Nachtigall, ist auch noch nicht gelesen, das ist echt... Mittlerweile ist die Trilogie, glaube ich, vollständig erhältlich. Hier haben wir ja ein Setting, das so ein bisschen russisch angehaucht ist. Und ich weiß gar nicht, ob es direkt so eine russische Legende, ein russisches Märchen irgendwie ist. Es klang bezaubernd, es klang schön und ich glaube, ich muss es jetzt einfach im Februar lesen, weil ich glaube, es passt auch einfach noch zu dieser kalten Jahreszeit und es ist auch noch ein Geburtstagsgeschenk, das tut natürlich immer besonders weh, aber manchmal kann man nichts machen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja. Sandman von Neil Gaiman war ein Hörspiel von Audible, habe ich gehört, leider abgebrochen. Ich bin überhaupt nicht zurechtgekommen. Also spielt im DC-Universum. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass es auch eine Serienverfilmung, glaube ich, geben soll zum Sandman. Ich hoffe, dass das besser funktioniert. Mir war das zu verwirrend. Also wir sind da beim Sandman irgendwo im Gefängnis gewesen. Gleichzeitig sind die Intrigen irgendwo anders gelaufen. Dann wird er irgendwie befreit und... ich weiß nicht, konnte dem irgendwie nicht folgen. Es gibt so die ein oder andere Anspielung aufs DC-Universum. Das finde ich schon ganz schön, weil ich mag dieses Universum gerne. Bin ja auch ein Batman-Mädchen. Aber mit diesem Hörbuch, mit diesem Hörspiel, also ja, beruht ja wohl auch irgendwie auf 3 oder 4 Comics, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mir ist dann auch in der Bücherwoche irgendwie schon gesagt worden oder dann auf Instagram gesagt worden, dass es leichter ist, wenn man die Comics irgendwie kennt und Bilder vor Augen hat und sich nicht alles durch dieses Hörspiel nur erschließen muss. Und ja, vielleicht hat mir das tatsächlich gefehlt, aber ja. Wenn Schweigen tötet von John Mars wurde im letzten Jahr im Fanclub auch schon gelesen. Das war wirklich ein Thriller, der schon ganz schön unter die Haut gegangen ist. Er hatte so die ein oder andere Unlogik drin, aber grundsätzlich war das schon ein guter John Mars. Wir werden jetzt im Februar auch einen weiteren John Mars zusammenlesen. Hier haben wir ja eben 2 Frauen, wo uns erzählt wird, sie essen zusammen Abend und die eine sperrt dann die andere
eben weg. Und dann gibt es da wirklich Geheimnisse und verschiedenste Arten, wie eben Schweigen töten kann. Und ja, das war, also an manchen Stellen vielleicht sogar zu viel des Guten, aber ja, manchmal hat man das Gefühl, er übertreibt es dann durchaus so ein bisschen. Aber ja, mal gucken, was der nächste Thriller sagt. Iron Flower habe ich, glaube, gewonnen. Die Rebellen habe ich auch angefangen. Ich bilde mir ein, ich habe es nicht beendet. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht sogar relativ früh gesagt habe, das ist irgendwie nicht meins. Also ich weiß, es ist weg vom Sub, es liegt nicht mehr im Subregal. Ich glaube tatsächlich, dass ich es nur angelesen hatte oder dann, ja, so, ich glaube, kein Drittel gelesen hatte. Aber es klang eigentlich gut, es klang nach einer tollen Jugend-Dystopie, die eben, ja, ich weiß gar nicht mehr, was das mit dem Gefängnis so auf sich hatte oder, ja, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, wunderschöne Optik, aber leider, ja, wie es doch manchmal mit Jugendbüchern ist, es ist immer schwierig. Ach ja, und dann ging Grishaverse los, Leigh Bardugo, Goldene Flammen ist der Auftakt der Reihe, der Trilogie. Hatte mich ja Becky im Hangout total angefixt und ich habe dann auch direkt hintereinander alle drei Bücher gelesen, habe hier die E-Books gehabt, habe mittlerweile ja die wunderschönen, echten Ausgaben mit diesen. Ja, mit dieser wunderbaren gemalten Optik. Ja, richtig, richtig schön. Also dieser Wasserfarbenoptik. Und für mich war diese Trilogie auch der Einstieg ins Grishaverse. Und es sind dann ja auch noch die Krähen gefolgt und auch die Nikolai-Trilogie und auch die Serie kam. Also ja. Der Wal und das Ende der Welt von Jen Erlanger ist letztes Jahr auch von mir gelesen worden, hatte mir Paddy beim Kingsiana Pick My Sub herausgesucht, war ein tolles Buch. Das ist natürlich schon so ein bisschen, was jetzt die Pandemie angeht und verschiedenste menschliche Verhalten, das hier schon sehr, sehr ähnlich war. Also das Buch ist natürlich schon vor der Pandemie geschrieben worden, aber es spielt eben damit, dass da ein Wal strandet, ein junger Mann in ein Dorf kommt und was passiert dann? Ja, Monsters of Verity ist bei mir eingezogen von Victoria Schwab. ja, das Buch hatte ich aber eigentlich schon, habe es gelesen und nicht für gut befunden. Und Victoria Schwab ist eben wie E. Schwab, aber wenn sie unter Victoria schreibt, ist es eben eher ein Jugendbuch und das war gar nicht meins. Ich habe dann, ich weiß, glaube ich, glaube, es war Kerstin Merkel, die mir in den Kommentaren geschrieben hat, Steffi, du hast doch über dieses Buch schon gesprochen. Und richtig, ich habe dann meine eigene Bücherwoche wiedergefunden, dachte, oh mein Gott, jetzt hast du hier tatsächlich ein Buch ja, neu gekauft. Ich glaube, dass das aber ein Schnäppchen irgendwie war, 3,99, 4,99 und ich das deswegen gar nicht so schlimm fand, aber ja. Das Winzer-Komplott, die Queen ermittelt, ist bei mir eingezogen als Hörbuch. War anders, als ich es dachte. Es wurde so ein bisschen als cozy Krimi verkauft und ich dachte eben, ja, wenn die Queen so ein bisschen à la Miss Marple unterwegs ist, wird das bestimmt ganz lustig. Allerdings ist es eher so, dass die Queen hier eine sehr hintergründige Rolle spielt, beziehungsweise natürlich spielen diese Morde irgendwie am Palast oder in der Nähe, aber ermitteln tun dann doch eigentlich relativ normale Polizisten, sage ich mal. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Also ich weiß, es gibt mittlerweile einen zweiten Teil, den werde ich aber nicht hören oder lesen. Ich hätte mir hier viel mehr Queen, viel mehr Königshaus gewünscht, als es dann tatsächlich hier drin war. Fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Und ich, ja, ich habe ihn auf jeden Fall beendet. Also ich weiß, wie das Ende ausgegangen ist, aber ich hätte mir das einfach, ich hoffe zumindest, oder habe ich da nur noch das Ende gehört? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Aber es sind einfach zu viele Bücher, die man liest und hört. Da kann man sich ja nicht alles merken. Und ja, leider. Aber ist auf jeden Fall gelesen, beziehungsweise in dem Fall gehört. Das geheime Glück von Julie Cohen wurde ebenfalls von mir gelesen. Ist das zweite Buch der Autorin, was ich hier hatte. Ich habe das abgebrochen, mir hat es nicht gefallen. Es wird rückwärts erzählt. Es beginnt im Grunde damit, dass ein Ehepaar, das schon sehr viele Jahre verheiratet ist, dass der Mann irgendwie merkt, mit ihm stimmt was nicht, sich umbringt. Und dann wird diese Geschichte rückwärts erzählt, denn beide haben auch irgendwie ein Geheimnis. Und ich fand das irgendwie nicht gut. Also ich mochte den Anfang nicht. Auch dieses Rückwärtserzählen, ich habe mich dann auch spoilern lassen für das Ende und ach, das wäre auch tatsächlich nicht meins gewesen. Und dann geht es weiter mit der Sinn deines Lebens. Das ja, spielt im Grunde im Human Design Universum, ist das zweite Buch von Chetan Parkin. Auch das ist schon gelesen, beziehungsweise geht es hier so ein bisschen um die Lebensaufgabe. Um ein bisschen detaillierteres Informationen, Wissen, was so dem eigenen Kontext betrifft. Und ich fand das nicht so gut wie das
eigentliche Werk. Ich glaube, dass das ein Buch ist, was man eher gebrauchen kann, wenn man als Lehrer fungiert, verschiedenste Charts lesen möchte, verschiedene Charts auswertet, als wenn man das nur für sich macht, weil dafür, ja, braucht man das nicht. Ah ja, und dann ist auch das erste Buch bei mir eingezogen. Das war dann aber schon ein Buch, was nicht mehr auf dem Sub gewandert ist. Und damit haben wir drei Bücher, die ungelesen sind. Dafür, dass die alle so direkt hintereinander gekommen ist, bin ich ja ganz froh, dass es nur drei sind. Es ist von Chohil Strange Weather, es ist Dunkler Wahn von Wolf Dorn und das Buch Der Bär und die Nachtigall. Also drei Bücher, das ist, denke ich, bei 23 Neuzugängen tatsächlich ganz in Ordnung. Kann ich auf jeden Fall gut mitleben. Und ja, das einzig Ärgerliche ist, dass eben ja halt ein Geburtstagsgeschenk dabei ist. Das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen, aber das wird auf jeden Fall nachgeholt. Und ja, ich bin tatsächlich ganz zufrieden. Vielleicht kennt ihr eins der drei ungelesenen Bücher, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, lasst uns da gerne austauschen. Und ich bin ja ein großer Freund dieses Rache des Sub, um immer so ein bisschen ein Bild zu bekommen, sich alte Sub-Bücher dann auch wieder in Erinnerung zu rufen. Und freue mich da immer, wenn dann noch gar nicht so viel Ungelesenes übrig ist. Und ja, da gucken wir da mal, was der Februar so zu bieten hat, den ich ja vielleicht ein bisschen eher hochlade und drehe als jetzt so spät wie dieses Mal am Ende des Monats. Aber gut, das war's jetzt. Die Rache des Sub für den Januar, gar nicht so schlimm, wie vielleicht befürchtet mit den 23 Neuzugängen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.